Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserem ersten Montagabend Live-Event Hashtag Kentenich Future. Ja, erstes Event heißt, heute ist der erste Abend einer Serie, die es jetzt jeden Montag geben wird, jeden Montag um 20 Uhr. Und das wird es auf jeden Fall bis 15. September geben, möglicherweise auch darüber hinaus. Hashtag Kentenich Future, was bedeutet das? Also Hashtag muss ich da wahrscheinlich niemandem erklären. Alle, die da zuhören, werden wissen, was das bedeutet. Kentenich Future. Kentenich Future setzt sich zusammen aus den Begriffen Kentenich und Future. Wer da was ist Kentenich und wieso Future? Also Kentenich, Josef Kentenich, ist der Gründer der internationalen Schönstattbewegung, der vom November 1885 bis 15. September 1968 gelebt hat. Also am 15. September 1958 ist Pater Kentenich gestorben. Das heißt, am 15. September 2018 jährt sich sein Todestag zum 50. Mal. Kentenich war ein ganz großer Pädagoge. Er hat als Lehrer begonnen und hat seine Pädagogik immer mehr verfeinert. Und er hat sie dann erfolgreich angewendet als Gründer und Vater der Schönstattbewegung. Diese kirchliche Erneuerungsbewegung ist auch heute noch, 50 Jahre nach seinem Todestag, in der ganzen Welt aktiv und angesehen. Wir wollen euch jetzt aber nicht mit Zahlen und Lebenslauf langweilen. Das könnt ihr alles im Internet ganz leicht nachlesen. Sondern wir wollen erzählen, warum Pater Kentenich so ein großer Pädagoge war und wie man mit seiner Pädagogik die heutige Welt positiv mitgestalten kann. Also das Hashtag Kentenich-Future steht dafür, dass wir diesen Kentenich, der jetzt 50 Jahre tot ist, und seine Pädagogik in die Zukunft tragen wollen, weil wir glauben, dass die Pädagogik weltgestaltend ist, kirchengestaltend ist und weil wir viele Leute auf diese seine Pädagogik aufmerksam machen wollen. Wir wollen noch ein paar Worte zu uns sagen. Wir sind seit 38 Jahren verheiratet. Wir wohnen im östlichen Niederösterreich und sind schon seit vielen Jahren mit der Schönstattbewegung verbunden. Wir leiten den Lehrgang Kentenich-Pädagogik an der Akademie für Familienpädagogik in Österreich seit ca. 15 Jahren. In Deutschland gibt es diesen Kurs Lehrgang auch. Und wir studieren die Pädagogik Pater Kentenichs und versuchen sie auch selbst immer besser anzuwenden seit dieser Zeit. Es gäbe viel zu erzählen über diesen Lehrgang, der ungefähr 2,5 Jahre dauert, aber das würde zu lange dauern. Wir wollen jetzt nur einen Punkt herausgreifen, der uns besonders wichtig ist: die Freude an der Originalität. Also Freude an der Originalität war Kentenich sehr wichtig. Ich habe ein Erlebnis gehabt vor einiger Zeit. Eine Bekannte hat sie beklagt über die Arzthelferin bei der praktischen Ärztin. Sie hat gesagt, immer wenn ich dort hingehe, dann schaut die so böse. Und ich mag schon gar nicht mehr hingehen, weil die immer so grantig ausschaut und da braucht man eh nur ein Rezept und immer muss man sich das Gesicht anschauen. Und ich bin furchtbar frustriert, das ist schrecklich. Wir beobachten das an vielen Orten, dass Leute andere Leute schrecklich finden. Wir beobachten, dass es Konflikte gibt. Wir beobachten, dass es Streitereien gibt, jetzt nicht nur in der Politik, sondern auch in Firmen, in Vereinen, natürlich auch in der Kirche oder leider auch in der Kirche. Und wir beobachten, dass die Leute deswegen nicht gescheit zusammenarbeiten können, weil sich der andere anders verhält, als man sich selbst verhalten würde. Das heißt, der andere ist anders und das nervt irgendwie. Und viele Teams und Vereine und Pfarrgemeinden, die bringen einfach nichts weiter, weil sich die Leute übereinander ärgern und nicht zufrieden sind mit dem, wie sich der andere verhält. Und dabei wäre gerade in Teams so, das ist so wichtig, dass man
Ja, dass man sie versteht, dass man den anderen mit seinen Stärken annimmt, dass man den anderen annimmt mit seinen Talenten, so einfach wie er ist. Ein Vergleich dazu, wenn wir hier zu euch reden, ja, das klingt, das schaut alles so selbstverständlich aus. Also es ist ganz einfach, wir reden da rein in unser Handy und ihr könnt es uns einfach hören. Aber wenn man so schaut, was da alles dranhängt, welche Technologien, man als ITler verstehe ein bisschen was, aber auch nicht alles, welche verschiedenen Module, Bausteine, Übertragungstechniken, Handy mit Kamera, Mikro, Internetverbindung, diverse Computer, die da dazwischen sind und die dann auch wieder aus ganz vielen Teilen bestehen. Wenn das nicht zusammenspielen würde, diese unterschiedlichen Teile, die alle ganz anders sind, dann wäre diese Übertragung überhaupt nicht möglich. Also in einem Team, in einem Verein oder im Pfarrgemeinderat müssen auch verschiedene Personen zusammenarbeiten, damit etwas erfolgreich abgeschlossen werden kann. Es bringt nichts, dem anderen vorzuwerfen, dass er die Dinge anders sieht, dass er sie anders anpackt, dass er andere Stärken einbringt. Das bringt nichts. Auch Ärgern bringt nichts. Es geht eher um die Freude zu sehen, dass eben der andere anders ist, dass man ihn dadurch ergänzen kann. Denn nur so können wir da erfolgreich miteinander arbeiten. Gott hat die Welt so unendlich vielfältig gestaltet. Und wenn wir jetzt alles gleich machen wollen, dann ist das eher lebenstötend. Einfach schade, wir verschwenden einfach die Talente der anderen und die Werte der anderen. In der Pädagogik, was erkennt ihr nichts, ist jeder Mensch als Abbild Gottes ein einzigartiges Original. Kennt ihr nichts sagt, jeder Mensch ist ein Lieblingsgedanken Gottes. Er kann sich als Lieblingskind Gottes sehen. Das ist durchaus erlaubt. Ja, natürlich. Ärgern wir uns manchmal über den anderen, weil er nicht so handelt, wie wir es wollen. Und er kommt uns vielleicht eigenartig vor. Und wenn wir das positiv ausdrücken, dann können wir sagen, er ist originell. Aber manchmal, wenn man sich gerade ärgert, will man es gar nicht positiv ausdrücken. Es kommt sogar bei uns manchmal vor, dass ich mich über meinen Mann ärgert, weil er mir komisch vorkommt. Und ja. Ja, es ist eine Tatsache, das kann man nicht verschweigen. Manchmal ärgert man sich über einen anderen. Aber wir haben erlebt, mit dieser jahrelangen Beschäftigung mit der Kindernichtpädagogik und auch immer wieder mit Selbsterziehung, wo wir uns bemüht haben, uns zurückzunehmen, auf das Positive des anderen zu schauen. Und da haben wir gemerkt, das hat uns verändert. Und wir haben gemerkt, es tut einfach gut, dass uns das verändert hat. Ich bin ein geborener Wiener und da hat man so das Ranzen und Jammern und das Schimpfen so irgendwie im Blut. Also man darf das auch ein bisschen tun als Wiener, aber es tut nicht gut, es macht keine Freude. Und in dem Sinn, wo man sich verändert und durch dieses Beschäftigen mit der Pädagogik Kenntnis ist es gelungen, fühlt man sich einfach besser, man kann besser mit dem anderen umgehen. Ja, letztlich bringt er nichts, wenn man sich über den anderen ärgert, weil ich glaube nicht, dass jemand jemals dadurch verändert wurde, dass man sich über ihn geärgert hat. Nicht einmal beschimpfen nutzt was. Also besser, sich über den anderen zu freuen. Und wir haben oft und oft erlebt, dass sich der andere gerade dann ändert, wenn man sich über ihn freut, wenn man seine Stärken wahrnimmt, wenn man seine Talente wahrnimmt und wenn man darauf hinweist, was er Gutes kann und was er drauf. Jetzt noch einmal zu dem Beispiel mit der Ortshelferin, das ist ein ganz kleines Beispiel, aber nachdem das eine Bekannte erzählt hat, ja, ich wollte es dann genau wissen, ich bin hingegangen zu der Ärztin und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, das glaube ich einfach nicht. Und mit einem kleinen Schmäh sagt man als Wiener, auf einmal hat die Dame gelächelt und es ist dann einfach durch ihr Lächeln und durch den Schmäh, der sie übertragen hat, eine Freude aneinander entstanden. Und jedes Mal, wenn ich hingehe, lächelt sie und ich weiß nicht, wieso sie andere grantig anschaut. Ich weiß nur eins, den anderen
groß sehen, auch wenn er vielleicht nicht immer glücklich dreinschaut. Man weiß ja nicht, was sie für eine Lebensgeschichte hat. Macht den anderen auch zu einem glücklicheren und zufriedenen Menschen. Ich will noch ein Erziehungsbeispiel bringen. Ein Vater einer sehr musikalischen Familie hat erzählt, einer der Söhne, der macht ihm Sorgen. Der macht immer wieder Schwierigkeiten zu Hause, in der Schule. Und jetzt will er auch noch Judo lernen. Also das passt ja so gar nicht zu ihrer Familie. Das ist doch so ein brutaler Sport und das, na, also ganz schrecklich, na, das geht auf keinen Fall. Aber er hat halt immer einen Jammer mit dem Sohn. Und der Vater hat dann von Schönstatt-Pater gehört, man soll einfach die Stärken und Fähigkeiten und die Vorlieben des Kindes soll man einfach unterstützen und fördern. Das hat ihm dann zu denken gegeben. Und wie wir den Mann dann nach einiger Zeit wieder getroffen haben, hat er gesagt, jetzt habe ich doch meinen Sohn erlaubt, dass er zum Judo-Training geht. Und der hat so eine Freude dran. Und er ist jetzt viel ausgeglichener. Und in der Schule geht es ihm auch viel besser. Kennt ihr nicht gesagt, sei was du bist, sei es in bestmöglicher Form. Also das heißt, das, was in einem drinnen steckt, auch zur Entfaltung zu bringen. Und wenn das gelingt, dann ist die Freude so groß, dass vielleicht andere Seiten, die weniger gut ausgeprägt sind, auch da mitziehen und weniger schlimm sind. Sei, was du bist. Sei, was du bist. Das heißt, es gibt keine Norm. So musst du sein, damit du wer bist. Sondern sei, was du bist. Sei originell. Sei was Besonderes. Sei ein Lieblingskind Gottes. In der Kenntnispädagogik, darum sind wir auch so fasziniert davon, steckt ganz viel Freiheit drinnen. Man spricht da von Freiheitspädagogik. Und das war es auch, was mich vor vielen Jahren angezogen hat, zu Schönstatt zu gehen. Als jemand, der eigentlich von den 68ern her geprägt war, diese hautnah erlebt hat und dem die Freiheit so wichtig ist, weil ich hier echte Freiheit erlebt habe. Ich erinnere mich an unseren ersten Familienurlaub Plus, wo ich sagen muss, meine Frau hat mich eigentlich hingeschleppt und gut, ihr zuliebe bin ich mitgegangen. Aber dann habe ich gesagt, da steht im Programm jeden Tag Heilige Messe. Da bringt mich keiner hin zu der Heiligen Messe jeden Tag. Und dann haben die Leute gesagt, also Heilige Messe, ja, steht im Programm. Aber es ist ein freiwilliges Angebot. Sie müssen nicht hingehen. Und auf das hinauf und durch diesen Familienurlaub Plus und was ich dort wahrgenommen habe, ich war jeden Tag bei der Heiligen Messe, obwohl ich davor nicht einmal jeden Sonntag bei der Heiligen Messe war. Und heute macht man Heilige Messe eine Freude, heute genießt es, bei Gott zu sein, aber nicht, weil man das so tut, am Sonntag geht man in die Messe, sondern weil es für mich eine Kraftquelle ist und weil ich es als Inspiration entdeckt habe und weil ich damals dieses Freiheit wahrgenommen habe, einfach dorthin zu gehen. Also sei, was du bist, sei es in bestmöglicher Form. Also Freude an der Originalität. Jeder darf so sein, wie er ist. Und der Ausspruch, sei, was du bist, sei in bestmöglicher Form. Also wir dürfen so sein, wie wir sind, aber wir sollen uns bemühen, das in bestmöglicher Form zu sein. Ja, da darf man dran arbeiten. Man kann sich, da darf man sich immer wieder bemühen, besser zu werden. Das ist ein lebenlanges Lernen, ein lebenlanges Wachstum in der Persönlichkeit. Wir sind nie fertig, solange wir leben. Es tut immer gut, alte Menschen zu sehen, die zufrieden sind, die fröhlich sind, auch wenn sie oft krank sind und das ist gar nicht so gut sind, aber doch, die diese Zufriedenheit und Fröhlichkeit ausstrahlen. Und das sind jene Menschen, die einfach nicht aufgehört haben, an sich selber zu arbeiten. Die nicht aufgehört haben, diese bestmöglichste Form anzustreben. Dieses Lernen ist nichts für den Kopf, sondern es ist ein Lernen für unsere Seele, für unser Herz, für unsere Beziehung zu den Menschen und für die Beziehung zu Gott. Sei, was du bist, sei es in bestmöglicher Form.
Da kann ich immer wieder weiter dann arbeiten, egal wie alt ich bin. Gentenich hat Schönstatt am 18. Oktober 1914 gegründet und da war der Erste Weltkrieg bereits im Gang. Ein Krieg ist ja viel, viel mehr als ein Streit bei einem Fußballverein oder einem Vorgemeinderat. Aber der Auslöser für so einen Krieg ist letztlich dasselbe. Das sind zwei, die sich nicht ausstehen können, weil sie einfach den Wert des anderen nicht sehen, sondern nur seine schlechten, seine bösen Seiten und seine Unarten. Darum war Kentenichs Vision von Anfang an ja das sogenannte neue Mensch in der neuen Gemeinschaft. Eine neue Gemeinschaft, wo man sich aneinander freut, wo man sich miteinander freut, wo es Zusammenhalt gibt, wo es Ergänzung gibt und wo vieles passieren kann und gelingen kann, trotz der Unterschiedlichkeit der Leute. Also eine Gemeinschaft, die so funktioniert wie jetzt diese Technik, dass wir hier hineinreden in das Handy und ihr uns auf der anderen Seite empfangen könnt. Der neue Mensch ist der, der den anderen in seine Originalität schätzt, auch wenn der andere vielleicht ein komischer Kotz ist. #KentenichFuture, das ist die Vision, dass viele Menschen Kentenich und seine Pädagogik entdecken, sehen, dass es einfach gut tut, danach zu leben und sie auch selber anwenden. Wir haben heute gesprochen über einen kleinen Aspekt, Freude an der Originalität des anderen. Ab jetzt wird es jeden Montag immer so einen kleinen Impuls geben, jedes Mal von jemand anderem und von einem anderen Aspekt von Kentenich und seiner Pädagogik. Ja, und am 15. September 2018 wird es ein großes Fest in Schönstatt am Kahlenberg geben. Man kann alles dazu nachlesen unter schönstatt.de, geschrieben showinstadt.at/kentenichfuture. Ja, wir sehen, ihr habt einige Kommentare geschrieben und möglicherweise einige Fragen, aber es ist so weit weg, dass wir es nicht lesen können und wir sind noch keine Profis. Wir versuchen das dann schriftlich zu beantworten. Wir sind jetzt am Ende unseres kleinen Beitrags zum Thema Freude an der Originalität, #KentenichPädagogik, und wir bitten, bleibt dran und nicht vergessen, sei was du bist, sei es in bestmöglicher Form. Danke für euer Zuhören, alles Gute, viel Segen und bis nächsten Montag. Wiedersehen und auf Wiedersehen.